Und willkommen zurück bei Kingdoms of Amalur. Ja, wir sind hier immer noch in, ich vergesse mal, wie diese Höhle heißt, Caed Ilata. Und da die Höhle doch etwas größer ist, und wir natürlich wie üblich alles entdecken wollen, na, es hat nicht geklappt. Ja, wir lassen es vielleicht auch mal eben. Wie ihr seht, es klappt auch nicht unbedingt immer. Und wie gesagt, wir wollen ja hier auch all, wir wollen ja auch natürlich einen Großteil entdecken, aber auch natürlich weiter vorankommen. Deswegen schwimme ich ja mal eben schon mal ein bisschen weiter. Ich glaube, so eine große Schwimmpassage hatten wir noch. Kann ich mir jetzt nicht daran erinnern, dass wir sowas schon mal hatten. Und die nächste große Höhle. Aber hier scheint dann auch unser Ziel zu sein. Gut, aber natürlich, bevor wir jetzt zu ihm gehen, dann wird erstmal ein bisschen geschwommen. Geschwommen, nicht geschwommen, sondern geschwommen. Ja, ich kann auch deutlich sprechen. Schwer, ja, nö, ich habe gar keinen Bock auf den Fluch. Natürlich holen wir uns jetzt hier erstmal ein paar der Schätze, die hier so rumliegen. War noch was, oder? Ja. Noch einer im Wasser. Und es geht zurück ans Land. Ja. Und dann reden wir hier doch mit. Ich habe schon wieder vergessen, ihr solltet euch privilegiert fühlen. Der Übergang ist kein Ort für die Angelegenheiten der Sterblichen. Ihr seid der Erste, der es so weit geschafft hat. Ja. Maxen schickt mich. Diese Essenz der Todfeuerblume ist für den Übergang gedacht, richtig? Ja. Um diese Region von dem Narka-Fluch zu befreien? Das werde ich nicht erlauben. Florion sieht trotz all seiner Weisheit nicht, was ich sehe. Und was seht ihr? Dass der Übergang eine Lösung für diesen langen Winter ist. Kein Feienreich ist je auf diese Art emporgekommen. Es liegt nicht in der Natur der Dinge. Ich habe die Macht des Übergangs genutzt, um das Gleichgewicht der Magie schrittweise zugunsten der Sommerfeien in Alseron zu verlagern. Aber es ist dabei zu unerwünschten Nebeneffekten gekommen. Und welche Nebenwirkung? Der Übergang ist mit der magischen Essenz dieses Landes verbunden. Genau wie die Feien dieser Region. Meine Einmischung hat sie in den Wahnsinn getrieben. Es ist eine notwendige Verderbtheit. Besser sind einige von uns wahnsinnig, als dass wir auf das Ende dieses langen Winters warten. Ja, gut. Was geschieht denn jetzt? Ich beende euer Leben. Florion und die anderen dürfen nicht erfahren, was ich getan habe. Nicht, bevor ich fertig bin und der lange Winter vorüber ist. Schön. Ja, da kümmern wir uns, glaube ich, erstmal wieder fix um die Elfen. Müsste er auch eigentlich noch Maxen töten, weil da weiß ich, wo wir runter sind. Gut, wenn jetzt noch die Elfen und so drin sind, dann sagt er vielleicht, jo, wurde dadurch getötet. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass ich Kuro besiege und dann irgendwie ein paar Elfen irgendwie verrecke. Finde ich nicht. Aber naja, das werden wir jetzt nicht rauskriegen, weil wir ihn jetzt ja besiegt haben. So, wir plündern ihn auch. Und wir gehen auch mal einmal nach oben. Tja, er kannte wohl auch unsere Geschichte nicht. Hätte er sich mit uns beschäftigt, hätte er uns, denke ich mal, nicht angegriffen. Oh, ein Blümchen. Und wir legen die Blume auf den Altar. Die Todfeuerblume löst sich in den Äther auf, als du sie auf den Altar vor dem Übergang legst. Gut, und dann sollen wir jetzt zu Maxen zurückkehren.
Ah, der erwartet uns hoffentlich jetzt nicht so griesgrämig. Und wie gut, dass wir ein flotter Schwimmer sind. Hier habe ich jetzt auch nicht wirklich eine Abkürzung gesehen. Häufig hat man das ja hier in den Dungeons, dass man auch irgendwelche Möglichkeiten sonst einfach hat, mal eben fix abzukürzen. Ist mir jetzt nicht aufgefallen. Ja, mich würde es echt interessieren, ob das jetzt diesen Fluch gebrochen hat. Und wenn ja, ob dann die Feinde hier mich nicht mehr angreifen. Das würde mich interessieren. Aber naja, das werden wir ja wahrscheinlich gleich sehen. Ich vermute aber, dass wir dann, dass wir wahrscheinlich noch immer nicht durch sind, ne? Ja. Ich meine, da gibt es ja, das hatte ich ja auch in einer der letzten Episoden schon gezeigt, da oben gab es ja noch einen Dungeon. Das war ja gar nicht der letzte hier. Schönes Gesicht. Ein Baum gewachsen. Doch, also insgesamt finde ich, grafisch ist das Spiel doch, finde ich, halbwegs abwechslungsreich. Also jetzt meistens nicht innerhalb einer Region, aber so die unterschiedlichen Regionen, so mit Wüstenlandschaft, Hügellandschaften und so, das finde ich doch schon ganz nett gemacht. Ich verstehe. Halkyos Loyalität zu seinem König und dem Hof war stärker als unsere Freundschaft. Dass er sein eigenes Volk verdirbt, um den langen Winter zu beenden, ist höchst beunruhigend. Vielleicht ist er am Ende selbst ein Narker geworden. Habt vielen Dank. Bitte nehmt dies. Sie sind mit Feinmagie belegt und sollten euch unterstützen, wo immer ihr hingeht. Ganz vielen Dank. Hat es denn funktioniert, was ich gemacht habe? Der Übergang hat sich verändert, das spüre ich. Aber ob der Schaden rückgängig gemacht wurde, den Halkyr angerichtet hat, bleibt abzuwarten. Kehrt zu Florion zurück und berichtet ihm, was sich hier zugetragen hat. Das würde ich auch machen. Seid vorsichtig in diesen Landen, Sterblicher. Ja. Das ist der Text, den er auch schon das letzte Mal hatte. Gut, ich guck mal eben kurz. Ach, die kann ich nicht zum Plunder hinzufügen. Zweihändige Waffe brauchen wir nicht. Ich muss mal eben hier kurz wieder mal ein bisschen aufräumen. Weil ich habe einfach das Gefühl, dass ich wieder zu viel Müll mit mir rumtrage. Ja, die behalte ich, glaube ich, weil da... Das wäre vielleicht wirklich was mal für unsere Dings. Ja, die Flüsterhautsandalen, die ich gerade bekommen habe, ist natürlich klar, die sind nichts für mich. So. Eure Art ist ihren Gefahren besonders. Ja, das merke ich ja. Wer ist denn hier gestorben? Ich oder der Pfeil? Wer ist der Gefahr hier nicht gewachsen? Gut, und es geht zurück zu unserem Freund Florin. Oder war das Florian Silbereisen? Ich weiß es doch nicht. Florion, glaube ich, oder? Wir sehen es ja gleich. Florion, ja. Und wir reisen natürlich jetzt eben schnell per Schnellreise zurück. Alles andere würde ja auch viel zu lange dauern. Und dementsprechend ist das nichts dann für uns. So, dann gucken wir doch gleich mal nach. Da ist er, der Gute. Juhu. Ich spüre, wie die Luft sich verändert. Die Verderbtheit des Narka-Fluchs löst sich rasch auf. Was für eine Schande, dass er von einem Lichtfeind verursacht wurde. Der Zirkel und ich gehen nun. Eine kleine Anzahl von Narka wird ohne Zweifel verbleiben. Wir holen unsere Brüder zurück und besiegen die restlichen Narka. Dank euch wird sich Alserund vielleicht wieder völlig von den Narka erholen. Ja, das ist der Zerstörer von Engard möchte die Feienriten wieder einführen, die zusammen mit dem Haus der Tapferkeit verloren gegangen sind. Gut. Ja, das ist doch schön. Und dann denke ich mal, geht es für uns nach Menetyre. Wir machen uns allerdings jetzt, denke ich mal, klassisch auf dem Weg dorthin. Sprich, wir... Die laufen merkwürdig. Wir laufen
einfach mal von hier nach Minitüre runter, in der Hoffnung, dass wir vielleicht den Weg auch noch was entdecken. Der Zirkel von Engard möchte die Feienriten wieder einführen, ja, die zusammen mit dem Haus zusammen aufgehalten werden gegangen sind. Rum oder auch nicht. Ich muss mal eben kurz nachgucken, wie laufe ich denn jetzt runter? Ach genau, ich bleib einfach auf dem Hauptweg. Ich kämpfe mich wahrscheinlich gleich nochmal eben ein bisschen durch. Ja, Wie ich gesagt habe, so ein bisschen. Und ja, dann geht es nach Menetüre. Da waren wir bisher ja noch gar nicht wirklich. Nur damals einmal kurz durch. Ja, auf Durchreise sind wir dort vorbeigekommen. Ja, die meinen jetzt alle. Die Elfen, Entschuldigung. Sind alle ein bisschen aggro. Und auch die da unten werde ich sicherlich gleich töten müssen. Ein Gold geplündert, Mensch. Das war ja mal viel. Aber wie gesagt, ich habe ja schon des Öfteren erwähnt, Gold ist jetzt nicht unbedingt was, was ich so unbedingt brauche. Ich nehme es natürlich gerne mit. Aber... mittlerweile wirklich nicht mehr was bei mir irgendwie ansatzweise auch noch knapp ist. Inventarplatz ist zum Beispiel viel wichtiger. Edler Silbertaler, zack, zack, nehmen wir alles wieder wie üblich mit auf unserem Weg nach Menetüre. Hatten wir, glaube ich, auch schon länger nicht mehr. Danke, Bruder. Ah, manchmal dauert es echt ein bisschen lange. Also, na, das heißt ein bisschen lange. Manchmal dauert es wirklich ein bisschen, bis man halt die Gegend finden kann. So. Dann sagen wir doch mal willkommen in Menetüre. Hier gibt es sicherlich noch viel zu entdecken. Genau, mit den kleinen Lichten hatten wir ja schon mal geredet. Und, oh, ich sehe hier die Menetüre-Steine, die wir zum Beispiel noch brauchen. Da unten gibt es ein Lager. Da oben gibt es die Schildverpflichteten. Ich glaube, die suchen wir einfach mal auf. Aber dann nähern wir uns dann denken auch recht bald hier dem Ende, weil ich glaube, die anderen sind eigentlich schon mehr oder weniger durchgequestet. Und ja. Wie gesagt, dann geht es doch erstmal jetzt zu den Schildverpflichteten, um zu gucken, was die uns sagen wollen. Die Eisenhaken. Die Hitze ist genauso tödlich wie die Jotun und die Spinnen. Ah, Jotun und Spinnen, stimmt. Ja, da war ja was. Die Eisenhakenfeste. Sagt mir jetzt gerade gar nichts. Aber gehört zu den Schildverpflichteten. Da fühlen wir uns ja eigentlich ganz wohl. Willkommen. Aber so gar keine Aufgaben? Ihr futtert ja euch fröhlich vor euch hin. Ja, ah, doch. Ha, wusste ich doch. Hätte mich ja auch gewundert, wenn hier keine Aufgaben wären. Dann reden wir doch mit Adre Deofrit. Na, wen haben wir denn da?
Ich habe mich schon so sehr daran gewöhnt, immer nur dieselben Herumtreiber zu sehen, die wegen Vorräten oder der Auftragstafel hierher kommen. Da ist es wirklich schön, mal ein neues Gesicht zu sehen. Das freut mich. Auftragstafeln, sagt sie? Hier, direkt neben mir. Jeder, der möchte, kann die Aufträge annehmen. Und wenn einer erledigt ist, kommt ihr einfach zu mir und ich bezahle euch. Das klingt gut. Ihr bezahlt für Aufträge? Wenn es eindeutige Beweise dafür gibt, dass ein offener Auftrag erledigt wurde, dann mache ich das, ja. Wunderbar. Erzählt mir doch was zur Eisenhaar-Queste. Wir sind stolz darauf, hier zu sein. Hier in der Wildnis. Die erste Feste und letzte Bastion, wie die Kastellanin zu sagen pflegt. Und ja, eigentlich reicht mir das auch schon. Kriegsgeweihter. Wir haben hier drei Aufgaben. Vermisste Personen, sichere Lieferung und Ausdünnung der Spinnen. Vermisste Personen, oder geht's nach Aseron zurück? Ausdünnung der Spinnen machen wir hier. Gucken wir uns doch mal, der Apotheker Eldrick Orhelm hat Weißfels vor 12 Tagen über die Weststraße verlassen. Er wollte einen gewissen Bodin Burges in Alsarund aufsuchen und bei seiner Ankunft eine Nachricht nach Weißfels schicken. Er ist an seinem meisterlich geschnitzten Wanderstab, nicht Wasserstab, zu erkennen. Jegliche Neuigkeit über Eldrick wird mit Gold belohnt. Oh, den nehmen wir. Dann haben wir die sichere Lieferung nach Adessa. Es wird eine Person von höchster Integrität und Zuverlässigkeit gesucht, um ein kostbares Paket an Vian Cepus in der Basilika Gnostra auf den Inseln in Adessa zu liefern. Die Bezahlung erfolgt bei Halt der Ware. Auch das nehmen wir an. Und dann haben wir die Ausdünnung der Spinnen. Wie immer zu dieser Jahreszeit hat sich auch in diesem Jahr die Anzahl der spinnenimmunen Tiere deutlich erhöht. Auf einen fähigen Kämpfer, der in der Lage ist, 8 Spinnen in diesem Gebiet zu erlegen, wartet eine Belohnung. Als Beweis für diese Tat sind die Stacheln der Spinnen erforderlich. Sprecht mit Adrit Deofried, falls ihr weitere Fragen habt. Das ist doch schön. Und da wir gerade dabei sind, hier Aufträge anzunehmen, reden wir doch auch noch mit Gavroch Walle. Uhu. Mein armer alter Meister hatte auf dem Totenbett nur einen Wunsch. Seine beste Klinge, die an der Wand, sollte repariert werden. Was braucht An ihr dafür? Manchen Tagen träume ich davon, das selbst zu machen. Aber dann fällt mir ein, dass ich nur ein armer Lehrling ohne Ausbildung bin, der kaum einen Suppenlöffel schmieden kann. Okay, was ist das für eine Klinge? Nun, das ist Haldebiers Klinge. Sie ist berühmt aus den Feinkriegen. Mein alter Meister hat immer gesagt, er würde sie reparieren. Und das hätte er auch. Doch zuvor holte ihn der Tod. Jetzt hängt sie einfach an der Wand und verhöhnt mich. Erinnert mich daran, was ich alles nicht bin. Okay. Kann ich denn helfen? Bei der Reparatur des Schwertes? Wohl kaum. Es gibt nur einen lebenden Mann, der das könnte. Aber der ist lieber Brennnesseln und starrt in den Himmel, statt mit Hammer und Amboss zu arbeiten. Ihr könnt den Eremitenschmied selbst aufsuchen, auf den Anhöhen von Menetyre. Aber erwartet nicht zu viel. Mach ich nicht. Den suche ich auf jeden Fall auf. Aber das alles und auch viel mehr geht's erst. Gucken wir uns erst in der nächsten Episode an vor. Gucken wir uns wahrscheinlich hier auch noch ein bisschen um, was wir hier noch so finden. Und dann gucken wir mal, welche der neuen Aufgaben wir machen. Ich meine, die führen uns ja teilweise dann alte Gebiete zurück. Teilweise bleiben wir hier. Ich bin gespannt. Ich lasse mich einfach überraschen, was wir da genau angehen, und sag einfach erstmal bis zum nächsten Mal. Auf dann!